Hey, willkommen zu einem neuen Video! Als vor 65 Millionen Jahren ein riesiger Asteroid die Dinosaurier vom Angesicht der Erde tilgte, ist das diesem Dinosaurier seltsamerweise nicht passiert. Riesige Dinosaurier wie der T-Rex und der Spinosaurus beherrschten die Erde etwa 140 Millionen Jahre lang, bevor ihre Herrschaft zu Ende ging. Die heutigen Vögel sind das Ergebnis der Evolution von fleischfressenden Dinosauriern, den Theropoden. Theropoden gehören zu der gleichen Gruppe, zu der auch der T-Rex gehörte. Wenn wir mehr über die Dinosauriervögel erfahren, die nie ausgestorben sind, wirst du erstaunt sein, wie viele Gemeinsamkeiten sie haben. Ich höre schon, wie du denkst, Dinosaurier sind doch ausgestorben, oder? Naja, nicht ganz. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann abonniere jetzt den Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch! Während die meisten Dinosaurier tatsächlich ausstarben, blieben ein paar Arten übrig, vor allem Vögel, die den Himmel wählten, um demselben Schicksal zu entgehen. Etwa 66 Millionen Jahre später haben sich die Vögel noch weiterentwickelt. Zum Glück haben sie keine Kiefer mit rasiermesserscharfen Zähnen, aber sie haben andere Waffen, die ihnen das Überleben in der Wildnis ermöglichen. Hier ist der Dinosauriervogel, der nie wirklich ausgestorben ist. Der Schuhschnabel. Der wahrscheinlich furchterregendste Vogel der Welt. Seinen Namen hat er von seinem imposanten Schnabel, der oft als hölzerner Schuh beschrieben wird. Diese Vögel waren eher wie kleine Dinosaurier mit Federn. Ein weiterer Unterschied zu modernen Vögeln sind ihre Schnäbel, die mit scharfen Zähnen besetzt waren. Im Laufe der Jahrmillionen haben diese Dinosauriervögel ihre Zähne verloren und Schnäbel entwickelt. Sie sehen fast so aus, als ob sie aus prähistorischen Zeiten stammen. Aber sie sind völlig echt. Du findest sie im östlich-zentralen Teil des afrikanischen Kontinents, wo sie anderen Vögeln das Leben schwer machen. Was das Aussehen angeht, ist es leicht zu verstehen, warum der Schuhschnabel einen so furchterregenden Ruf hat. Er sieht aus, als hätte er sein Aussehen von anderen Vögeln geklaut. Die Beine eines Flamingos, der Kopf eines Adlers und der übergroße Schnabel eines Pelikans. Alles in allem ist dieser Vogel ein ziemlich gruseliger und furchterregender Anblick. Und wenn sie ihre volle Größe erreicht haben, laufen wir einfach um den Block. Schuhschnabelstörche werden bis zu 1 bis 1,5 Meter lang. Das bedeutet, dass sie so groß oder sogar größer sind als ein Briefkasten und wahrscheinlich viele Grundschulkinder. Der Schuhschnabel ist auch nicht gerade ein zierlicher Vogel. Weibchen und Männchen wiegen etwa 5 und 6 Kilogramm. Jetzt stell dir vor, wie es für diesen Dinosauriervogel ist, seine Flügel voll auszubreiten. Dieser moderne geflügelte Dinosaurier hat eine Flügelspannweite von nicht weniger als 2 Metern. Um ihren Körper zu stützen, sind ihre Flügel besonders kräftig und für den Gleitflug gemacht. Sie können sich fast senkrecht nach oben heben. Die gleichen Flügel helfen ihnen, stabil zu bleiben. Ob du es glaubst oder nicht, so beeindruckend wie sie aussehen, haben sie mit nur 150 Flügelschlägen pro Minute den langsamsten Flügelschlag aller Vögel, aber sie haben noch viel mehr zu bieten als das. Ihre einzigartig langen Beine und langen Zehen helfen ihnen, in den von ihnen bevorzugten sumpfigen Gebieten rumzulaufen. Wenn du das Glück hast, sie zu sehen, wirst du feststellen, dass sie sich gerne in flachem, sauerstoffarmem Wasser aufhalten, wo die Fische eher an die Oberfläche kommen. Wenn es Zeit zum Fressen ist, wirst du sehen, warum der Schuhschnabel eher wie ein Dinosaurier als ein normaler Vogel aussieht. Er neigt dazu, kleinere Beutetiere zu jagen. Seine Nahrung besteht aus Aalen, Welsen, Schlangen und Kreaturen, die fast so prähistorisch sind wie er selbst, Lungenfischen. Dieser Vogel ist stark genug, um Krokodile zu fressen, auch wenn es kleine Krokodile sind. Aber trotzdem, von ihrer Jagdtechnik sollten sich die T-Rex ein Beispiel nehmen. Der Schuhschnabel beginnt damit, dass er stillsteht. Völlig bewegungslos und stumm wie eine Statue. Er kann stundenlang so stehen und darauf warten, dass ein armer kleiner Fisch oder ein Babykrokodil in seine Nähe kommt. Sobald er Beute sieht, schlägt er die Vorsicht in den Wind und stürzt sich auf sie. Der Schuhschnabel stürzt sich mit seinem ganzen 6 Kilo schweren und 1,5 Meter langen Körper auf seine Beute. Er reißt sein riesiges Maul weit auf und verschlingt seine Beute zusammen mit dem umgebenden Wasser, dem Schlamm, der Vegetation und allen anderen Fischen, die sich in der Nähe befinden. Wenn er die Beute im Griff hat, filtert er alles heraus, was er nicht essen möchte. Wenn nur noch Lungenfische oder andere Beutetiere übrig sind, schluckt er sie schnell herunter. Sie können etwa 4 Tage ohne Nahrung überleben, aber mit dieser rücksichtslosen Technik müssen sie oft nicht lange hungern. Die Welt hat den Schuhschnabel seit Jahrtausenden gefürchtet und bewundert. Die alten Ägypter zeichneten ihn in ihren Kunstwerken. Die Araber nannten den Vogel Abu Makub, was so viel heißt wie Vater des Pantoffels, und sich auf seinen schuhförmigen Schnabel bezieht. Und was glaubst du, was für ein Geräusch dieser schuhförmige Schnabel machen kann? Brüllt er wie ein T-Rex? Wird er schreien wie die Dinosaurier in Jurassic Park? Wird er zwitschern wie ein Vogel? Die Antwort ist nichts von alledem.
Er schießt Kugeln aus seinem Maul, oder zumindest klingt es so. Das ist derselbe Schnabel, der mehr als 17 cm lang und fast genauso breit ist. Darin speichern sie Fischbeute und Wasser, um es ihren Jungen zu bringen. Ihr Schnabel hat einzigartige, scharfe Kanten, mit denen sie Beute fangen und sie von der Vegetation trennen können. Um sie noch mehr einzuschüchtern, hat der Schuhschnabel einen ganz besonderen, furchterregenden Laut. Er macht Maschinengewehrgeräusche. Seltsamerweise sind sie aber die meiste Zeit über stumm. Wenn sie auf einen anderen Vogel treffen oder bei seltenen Gelegenheiten, lassen sie diesen laut und hallenden Ton los, der alle Beutetiere in der Nähe zu Tode erschreckt. Der Schuhschnabel gibt ein Geräusch von sich, das Schnabelklatschen genannt wird und mit dem er Bedrohungen abschreckt und Partner anlockt. Während ihres Lebens, das bis zu 35 Jahre dauern kann, was ziemlich alt ist, haben Schuhschnabelstörche eine wichtige Aufgabe in ihren Sümpfen. Sie kämpfen sogar mit Nilkrokodilen, anderen Storcharten und sogar gegeneinander. Besonders furchterregend ist der geisterhafte Blick des Todes. Oder nicht? Wenn du einen Schuhschnabel ansiehst, starrt er zurück und er wird diesen Starrwettbewerb gewinnen. Ihre Augen sind besonders durchdringend und scharf genug, um dir Schauer über den Rücken zu jagen und eine Gänsehaut auf deinen Arm zu verursachen. Zusammen mit ihrem großen, kräftigen Körper und ihrer Farbe ist das ein Vogel, der dir in die Seele starren kann. Der Schuhschnabelstorch hat die unheimliche Fähigkeit, ganz still zu stehen. Wenn sie ein Ziel im Visier haben, bleiben ihre Beine völlig bewegungslos, während sich ihr Körper auf den Angriff vorbereitet, was ihren starren Blick noch unheimlicher macht. Stell dir vor, wie diese Vögel als Eltern sind. Sehen sie aus wie der fürsorgliche Typ? Oder sind sie so rücksichtslos, wie ihre Vorfahren es waren? Normalerweise haben Schuhschnabelstörche 2 Küken auf einmal. Von dem Moment an, in dem sie geboren werden, werden die stärksten Küken überleben, genau wie in prähistorischen Zeiten. Wer sich als der Stärkste herausstellt, überlebt lange genug, um auf eigenen Beinen zu stehen. Wenn sich 2 junge Schuhschnabelstörche im selben Nest befinden, erreicht ihr Territorialverhalten einen Tiefpunkt. Sie müssen auch um die Aufmerksamkeit ihrer Mutter und um Futter und Wasser konkurrieren. Diese Kämpfe können schon im Alter von 2 Monaten bis zu einem Jahr beginnen. Der größere Schuhschnabel ist oft derjenige, der sein jüngeres Geschwisterchen schikaniert. Im Vergleich zu den meisten Vögeln, du weißt schon, den Dinosauriern, entwickeln sich Schuhschnabelstörche sehr langsam. Ihre Federn wachsen erst im Alter von etwa 60 Tagen völlig aus. Nach 95 Tagen versuchen sie zu fliegen. Erst nach 105 bis 112 Tagen beginnen sie erfolgreich zu fliegen. Die Eltern dulden ihre Anwesenheit im Nest und kämpfen noch einen Monat lang nach dem Verlassen des Nestes weiter. Wenn der junge Schuhschnabel dann bewiesen hat, dass er für sich selbst jagen kann und völlig unabhängig von seinen Eltern ist, macht er sich auf den Weg. Bislang ist der Schuhschnabel als der Dinosauriervogel bekannt, der nie wirklich ausgestorben ist. Aber das könnte sich leider ändern. Es gibt nur noch etwa 10.000 von ihnen auf der Welt. Diesmal ist es kein Meteor oder Erdbeben, das ihre Existenz bedroht. Es gibt eine Menge Bedrohungen, darunter die Zerstörung ihres Lebensraums durch Menschen, Jäger und kulturelle Tabus. Einige Stämme und Kulturen glauben, dass Schuhschnabelstörche Unglück bringen. Weil diese Stämme sie für ein schlechtes Omen halten, jagen sie sie, um ihr Land zu reinigen. Schau dem Schuhschnabel noch einmal genau in die Augen, ziemlich gruselig, oder hast du keine Angst vor diesem Dinosauriervogel? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns gerne einen Daumen hoch. Wenn du noch mehr faszinierende Videos von uns sehen möchtest, klicke auf eins auf dem Bildschirm oder schau dir den Kanal an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.